biblische Ethik, die Bibel, der Christ und die Gastfreundschaft. Übt Gastfreundschaft, Römer 12, Vers 13. Gott ruft uns dazu auf, unsere vier Wände für Gäste zu öffnen. Jeder von uns erinnert sich an Situationen, in denen er sich fremd gefühlt hat, bis jemand kam und uns zu spüren gab, dass wir willkommen sind. Für uns alle gilt, was der Psalmist sagt, Psalm 119, Vers 19, ich bin ein Gast auf Erden. Deshalb muss es unser Anliegen sein, den Menschen, denen wir begegnen, Geborgenheit entgegenzubringen. Gerade im Westen gehört die Gastfreundschaft nicht zu den großen Tugenden. Lieber lebt man ein zurückgezogenes Leben im Kreise seiner Familie. Gastfreundschaft bringt Herausforderungen mit sich. Sie ist mit mehr Aufwand verbunden. Die eigenen Freiheiten werden eingeschränkt. Der Gast dringt mitten in unser Alltagsleben ein. Er isst am gleichen Tisch, er schläft unter dem gleichen Dach. Doch gerade dort, wo wir nahe aufeinander leben, darf sich unser Glaube bewähren. Petrus ermutigt uns in seinem ersten Brief in Kapitel 4, Vers 9, seid gastfrei gegeneinander ohne Murren. Wer das Amt eines Ältesten übernimmt, soll gastfrei sein. 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 8. Im Hebräerbrief lesen wir Kapitel 13, Vers 2. Die Gastfreundschaft vergesst nicht, denn dadurch haben einige, ohne es zu wissen, Engel beherbergt. Die Bibel ist voll von Vorbildern. Denken wir an Abraham, der durch seine Gastfreundschaft den Herrn selbst bewirtet hat. 1. Buch Mose, Kapitel 18. Oder an David, der Mephibosheth, den gelähmten Sohn Jonathans, an seinen Tisch holte. 2. Buch Samuel, Kapitel 9. Eine wohlhabende Frau aus Schunem richtete für den Propheten Elisa in ihrem Haus ein eigenes Zimmer ein. 2. Buch der Könige, Kapitel 4. Auch Paulus und seine Mitarbeiter bekamen auf ihren Reisen immer wieder eine Unterkunft. Kommt in mein Haus und bleibt da, so die Worte der Purpurhändlerin Lydia in Apostelgeschichte 16. In Thessaloniki führte die Beherbergung von Paulus für Jason zu vielen Unannehmlichkeiten, Kapitel 17. Zur Gastfreundschaft gehören der freundliche Empfang, die Bewirtung und die Beherbergung. Niemand soll von diesem Angebot ausgeschlossen werden. Sprüche 25, Vers 21. Wenn dein Hasser Hunger hat, gib ihm Brot zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm Wasser zu trinken. Auch das gesellschaftliche Ansehen des Bewirteten soll keine Rolle spielen. Jesaja, Kapitel 58, Verse 6 bis 7, ist nicht vielmehr das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du heimatlose Elende ins Haus führst. Das Gebot der Gastfreundschaft gilt gegenüber Glaubensgeschwistern und Menschen in Not genauso wie gegenüber Reisenden und Ausländern. Allerdings, und hier schränkt die Bibel ein, darf die Gastfreundschaft nicht ausgenutzt werden. Sprüche Kapitel 25, Vers 17. Mache deinen Fuß selten im Haus deines Nächsten, damit er dich nicht satt wird und dich hasst. Nicht ins Haus aufgenommen werden soll, wer nicht arbeitet. 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 3, Verse 6 bis 13. Wer falsche Lehren vertritt, 2. Johannesbrief, Verse 10 bis 11, oder als Christ ein sündhaftes Leben führt. 1. Korinther 5, Vers 11. Übt Gastfreundschaft. Unser Haus darf offene Türen haben. Jesus macht uns Mut, wenn er zu seinen Jüngern sagt, Matthäus Kapitel 10, Vers 40a, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Musik.